Von Anja Ettel, Holger Czapitz, Stand, 25. Januar 2018, Lesedauer, 5 Minuten. Eigentlich wollte Draghi erklären, wie es mit der Euro-Geldpolitik weitergehen soll. Doch dann kam ihm die neue Dollardoktrin der USA in die Quere. Der EZB-Präsident droht den Amerikanern mit Konsequenzen. Frankfurt und Davos trennen rund 540 Kilometer. Doch bei der ersten Zinspressekonferenz der Europäischen Zentralbank, EZB, in diesem Jahr war der Schauplatz des Weltwirtschaftsforums, WEF, plötzlich ganz nah. Tags zuvor hatte US-Finanzminister Stephen Mnuchin in den Schweizer Alpen für Wirbel gesorgt und mit seinen Äußerungen zu den Segnungen des schwächeren Dollar für die USA den Kurs des angeschlagenen Greenback noch weiter auf Talfahrt geschickt. Der Wechselkurs des Euro-Dollar notiert nun so niedrig wie seit Dezember 2014 nicht mehr. Der schwächere Dollar ist gut für uns. Insofern er den Außenhandel beeinflusst und Chancen eröffnet, hatte Mnuchin die überraschten Zuhörer in Davos wissen lassen und damit die bisher gültige internationale Etikette, wonach die großen Währungsmächte ihre Währungen nicht gezielt kleinreden, um keinen Abwertungswettlauf auszulösen, kurzerhand über Bord geworfen. Die Antwort aus Frankfurt darauf kam postwendend, und sie hatte es, bei aller formalen Höflichkeit, Währungshüter schon von Amts wegen an den Tag legen, durchaus in sich. Dass der Wechselkurs des Euro gestiegen ist, liegt auch an der Kommunikation einer gewissen Seite, die nicht im Einklang steht mit dem, was international verabredet ist, ließ EZB-Präsident Mario Draghi wissen, und gefühlt glich sich die Temperatur in der Frankfurter EZB-Zentrale in diesem Moment schlagartig den Davoser Außentemperaturen an, wenn eine gewisse Seite sagt, ein gewisser Wechselkurs sei gut für die eigene Exportwirtschaft, dann beinhaltet das eine gezielte Währungsmanipulation. Internationale Abkommen, die seit Dekaden Gültigkeit hätten, auf diese Weise aufzukündigen, könne durchaus Konsequenzen für beide Seiten haben, warnte Draghi weiter. Quelle: Infografik. Die Welt. Erst im vergangenen Oktober hatten Finanzminister und Notenbanker beim Treffen des Internationalen Währungsfonds, IWF, in Washington nochmals bekräftigt, nicht bewusst die eigene Währung zu manipulieren, um sich Handelsvorteile zu verschaffen. Draghi hat damit die Amerikaner beschuldigt, nicht nach den Regeln zu spielen. Die rasante Aufwertung des Euro kommt für die europäischen Währungshüter zur Unzeit. Seit Jahresbeginn hat der Euro gegenüber dem Dollar bereits 4,2% zugelegt, auf Jahressicht sind es sogar 17%. Und noch während Draghi sprach, sprang der Kurs des Euro über die Marke von 1,25 Dollar und markierte mit 1,2536 den höchsten Stand seit Dezember 2014. Der Auftrieb der heimischen Währung hat durchaus auch handfeste Gründe. Die Konjunktur im Euroraum boomt, und weil sich zuletzt auch die Preise stabilisiert haben, mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Notenbank ihre jahrelange ultralockere Geldpolitik nach und nach zurückfahren könnte. Doch der starke Euro macht den Notenbankern zusehends einen Strich durch diese Rechnung. Eine Aufwertung der eigenen Währung senkt die preisliche Wettbewerbsfähigkeit und erschwert den heimischen Exporteuren das Geschäft. Gleichzeitig senkt der starke Euro die Preise für importierte Güter und wirkt sich damit eher dämpfend auf die Inflation aus. Quelle: Infografik. Die Welt. Nachhaltig steigende Preise mit einer Rate von mittelfristig nahe 2% sind das Signal, auf das die Währungshüter warten, um mit dem sogenannten Tapering, also der schrittweisen Rückführung der ultralockeren Geldpolitik hin zu mehr Normalität loslegen zu können. Ein steigender Euro wirkt indirekt wie eine Zinserhöhung und macht genau diese Pläne zunichte. Wenn das alles zu einer unerwünschten Straffung unserer Geldpolitik führt, dann müssen wir über unsere Strategie nachdenken, sagte Draghi daher unverblümt. Beobachter zeigten sich überrascht von der deutlichen Replik des EZB-Chefs. Schließlich sind Notenbanker eher Diplomaten, die normalerweise verklausuliert sprechen und selten andere bloßstellen. Es ist wirklich bemerkenswert, wenn ein Notenbanker vom Format eines Draghi die Währungspolitik eines anderen Währungsblocks derart heftig kritisiert. Im Grunde hat er nichts anderes gesagt,
als dass die jüngste Euro-Aufwertung nicht auf Fundamentaldaten zurückzuführen ist, sondern auf einen Ausverkauf des Dollar, der bewusst von der US-Administration losgetreten worden ist, um sich Handelsvorteile zu verschaffen, hieß es bei der amerikanischen Großbank Citi. Dabei ist Draghi nicht der Einzige, der Mnuchin ermahnt hat. In Davos sagte auch die IWF-Chefin Christine Lagarde, der US-Finanzminister müsse näher erklären, was seine Kommentare bedeuten. Sie erinnerte die Amerikaner daran, dass der Kurs des Dollar von den Devisenmärkten bestimmt wird. Es sei jetzt keine Zeit für einen Währungskrieg, warnte Lagarde. Die Warnung der mächtigen IWF-Chefin kann man getrost auch als deutliches Signal an US-Präsident Trump verstehen, der am Freitag in Davos sprechen wird und womöglich für noch mehr Unruhe auf den Devisenmärkten sorgen könnte. Der Währungsstreit überlagerte sogar die übrigen, nicht weniger wichtigen Themen, allen voran den Streit zwischen Falken und Tauben im Rat über das Tempo des Ausstiegs aus der ultralockeren Geldpolitik. Die Differenzen wurden plötzlich überlagert von der gemeinsamen Sorge über den Kurs der Trump-Administration. Offen bleibt damit aber auch die Frage, wie es mit den EZB-Anleihekäufen weitergeht. Offiziell werden bis mindestens September monatlich Anleihen im Volumen von 30 Milliarden Euro gekauft. Einen abrupten Stopp, verbunden mit einer plötzlichen Zinsanhebung, erteilte Draghi eine Absage. Eine Zinsanhebung im laufenden Jahr werde es nicht geben, versicherte er. Immerhin, das sorgte kurzfristig dafür, dass der Euro wieder an Wert einbüßte. Doch am Ende blieb der transatlantische Streit die dominierende Botschaft, als Draghi seine Pressekonferenz beendete, stand der Euro wieder bei 1,25 Dollar. Copyright Symbol Welten 24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die EZB-Geldpolitik hat Bund und Ländern über die Jahre Zinsen von 290 Milliarden Euro erspart. Doch der Preis ist hoch. Anleger wurden um ihre Erträge gebracht. Und die Politik verteilt Geld, das sie eigentlich nicht hat. Die Wirtschaft der Eurozone brummt. Doch die Währungshüter befinden sich weiter im Krisenmodus. Hardliner und Befürworter eines lockeren Kurses ringen um die Deutungshoheit. Jetzt scheint die Stimmung in eine Richtung zu kippen. Psychologen sind in diesem Jahr in Davos gefragt. Wenn etwa Harvard-Forscher Steven Pinker durch die Kongresshalle schlendert, hat er keine freie Minute. Alle treibt eine Frage um. Was bringt Trump mit? Der Dollar fällt und fällt. Die USA scheint das nicht zu stören. Im Gegenteil, der Finanzminister betont sogar, wie wohl sich das Land damit fühlt und treibt die Währung noch weiter nach unten. In den 10 Jahren seit Ausbruch der Finanzkrise haben Europas Banken viel getan, doch das reiche noch nicht, warnt EZB-Präsident Draghi. Ein Blick in die Statistik zeigt, wie gefährlich die Lage ist. Vitor Constantio ist bei der EZB der Mann im Schatten von Mario Draghi. In diesem Jahr sieht er enorme Herausforderungen auf die Eurozone zukommen und auch zum Bitcoin.